So, jetzt mache ich mal ein Wohnmobil, und zwar ein Francia. MT7 GD Neo. Preis 74,9. Gesamtlänge 6,98. Breite 2,24. Vier Gurtsitzplätze, zwei Schlafplätze. 3,5 Tonnen, aber kann aufgelastet werden auf 4,5. Und schauen wir mal gerade rein. Auf Mercedes-Basis ist natürlich sehr, sehr edel gehalten. Als hier die Dinette. Schön hier den Sitz dann logischerweise drehen. Und hinten halt Einzelbetten. Ne? Und das auf der Größe ist natürlich echt schick. Hier ein kleiner Zwei-Flammen-Kocher. Unten der kleine Dometic-Kühlschrank, der glaube ich auch genau die Türen zu beiden Seiten zu öffnen hat. Dann hier Spülbecken. Und was haben wir denn hier noch alles? Och Gott, Leute, was hier alles reinpacken, aber das ist ja Wahnsinn. Da könnte man aber vielleicht noch irgendwie ein paar Zwischenböden sich reinmachen. Wäre natürlich super. Was haben wir hier? Ein Apothekerschrank. Was haben wir auf der anderen Seite? Nix. Schön mit Softclose. Hier auch nochmal in der Stufe zum Hochklappen. Hier oben nochmal Dachschrank klappen, da oben nochmal Anschluss, dann kann man wahrscheinlich hier auch nochmal einen Fernseher hinmachen. Oh, Klappe weg, so. Auch wieder sehr schön mit Softclose gelöst, das Ganze. Was haben wir hier mit der Tür? Das Bad. Okay. Das kennt vielleicht der ein oder andere schon. Hier ist halt das Waschbecken drunter. Ach, kriege ich das mit einer Hand nicht. Das kommt, dann kann man rausziehen. So kann man die Duschtüren zumachen. Und dann hat man halt eine vollwertige Dusche. Und was halt schön ist, die Stehhöhe hier drin. Ne? Ist wirklich, wirklich angenehm. Und man hat auch echt ein schönes Raumgefühl hier drin. Wie gesagt, das ist jetzt mal ein Wohnmobil. Hier oben die Schaltzentrale. Schön gelöst. Ding Dong, die Messe öffnet. Und das heißt jetzt gleich strömen die Massen hier rein. Aber wie gesagt, das sollte nur mal so ein kleiner Überblick sein. Hier der Fernseher angebracht, da nochmal Dachschrank klappen. Hier auch nochmal, also da habt ihr auf jeden Fall Platz. Hier sind die Lautsprecher noch verbaut, da könnt ihr schön die Musik im ganzen Fahrzeug laufen lassen. Und ja, ich gehe jetzt nochmal raus. Zeige euch das ganze Fahrzeug nochmal von vorne. Mit dem Mercedes ist es natürlich sehr imposant, finde ich. Ne? Ist mal was anderes. Viele haben halt logischerweise das Fiat-Chassis. Und hier das Ganze mal auf Mercedes-Basis ist natürlich mal was Neues. Ja, ich würde sagen, sehr schick. Schauen wir nochmal gerade hier. Das sieht mir nämlich danach aus. Ja, probieren wir mal. Ah, so. Schaut mal, Heckgarage XXL, vor allem von hinten zu beladen. Dadurch hat man natürlich auch nicht, dass man von der einen zur anderen Seite immer durchkrabbeln muss, um in die Mitte zu kommen. Hat alles Vor- und Nachteile, aber er hat ja auch noch die Tür an der Seite. Also du kannst es wirklich wählen, wie du möchtest. Entweder durch die Tür oder halt hinten durch die große Heckklappe. So. Das war's damit und ich laufe zum nächsten.